So, musste 5 Minuten warten, bis die Kirchenglocken da oben aufgehört haben. Es ist Frühling und ich möchte eigentlich gar nicht wirklich so einen finalen Video machen irgendwie. Das wäre dann Utopia. Also Utopia wäre so das Finale irgendwie, weil ich möchte eigentlich gar nicht so ein Karl Marx sein, der halt so eine komplette Sache, die, wenn sie installiert ist, dann die Welt irgendwie. Das ist eigentlich schon wieder eine Lüge. Ja, es ist eigentlich immer nur Probleme, Problemlösung. Also jedes kleine Element für sich ist immer schon wert, es zu machen. Ja, und in der Summe ergibt sich dann halt Utopia. Aber halt so von wegen am Ende irgendwie die Utopia irgendwie, naja. Und deswegen auch, dass heute irgendwie ist wieder so ein Schritt irgendwie, den ich halt jetzt endlich mal irgendwie, habe eigentlich keine große Freude mehr irgendwie an der Kampagne. Aber das wäre jetzt eigentlich auch die Sache, die dann irgendwie international die Kickstarter und so eine Webseite werden würde. Und erwähnen möchte ich irgendwie heute, 15. März, heute sind Wahlen hier in Bayern. Und ich hätte mich ja anstrengen können, irgendwie schneller fahren, 60 Kilometer da drüben irgendwie zu meinem Wahlamt heute Abend noch. Ja, und habe dann gesehen, okay, eine grüne Landrätin oder sowas. Und dann habe ich mal angeschaut irgendwie, das ist so was. Ausbau von Photovoltaik auf den Dächern und erneuerbare Energien. Ja, das bedeutet im Klartext, keine Windräder, wie wir nämlich schon eine Menge haben, keine Ackerflächen zu PV machen, sondern nur auf den Dächern. Ja. Und da das natürlich für die Energiewende nicht reicht, bräuchten wir ja dann eigentlich die Monstertrasse. Aber was kommt dann noch? Ja, nein zum Südostlink. Ja, also kann ich nur sagen, fickt euch. Ja. Diese verlogenen Politiker. Ja, und deswegen wirklich das Traurige irgendwie ist, es braucht wirklich wieder einen neuen Weltkrieg oder sowas, ja? Damit dann danach irgendwie aus den Ruinen die Menschen sich irgendwie die fragen, wie es dazu kommen konnte, dass so ein Höcke irgendwie neuer Reichskanzler werden konnte, ja? So wie halt Artikel 2 des Grundgesetzes. Der ist Artikel 2, weil Artikel 2 irgendwie, ihr kennt die natürlich alle nicht irgendwie, ja? Den gab es vorher nicht. Den haben die halt nachgedacht und haben überlegt, was könnte wohl gegen den Faschismus helfen, ja? Und dann haben die, ja, und genauso ist es eben irgendwie jetzt wieder, also was ich jetzt im Prinzip dann gleich erzähle, wäre dann halt, er muss halt erst wieder ganz Europa in Schutt und Asche gelegt werden, damit die Menschen irgendwie nachdenken, wie es dazu kommen konnte. Ja, denn was ich eben meinte, diese Plakate und wirklich die AfD-Plakate, die sind ja noch irgendwie wenigstens lustig zu lesen. Und die AfD steht halt in Tradition von der NSDAP, ja, und das ist Faschismus. Die wollten halt wirklich tatkräftig, ja. Also nicht nur heucheln irgendwie, so weiß. Die machen die Grünen, weil man hätte irgendwie, die hätte sagen können, ja, ich möchte irgendwie für meinen Landkreis ein Fördermittel für irgendwie Batteriespeichersysteme, häusliche, irgendwie 500 Stück. Wenn ich komme, dann mache ich das. Oder irgendwie 5 kW PV, irgendwie die Anlagen ist viel teurer, als wenn man 500 kW besteht. Das heißt, wir machen eine Sammelbestellung, 1000 Dächer in Wohnsiedel irgendwie machen zusammen dann praktisch irgendwie. Oder jetzt hier meine die Energiewende, ja, das Video davor oder sowas, wirklich irgendwie alle 50 Einwohner. Also man kann wirklich konkrete Sachen sagen, wenn man an die Macht kommt, dann macht man das. Aber die ganzen Politiker irgendwie so von wegen, nö, wenn ich an der Macht bin, dann werde ich das schon machen irgendwie, ja. Aber irgendwie, natürlich kommt dann nichts irgendwie, ja. Und die Nazis irgendwie, das war halt schon irgendwie der Tatkraft, aber halt aus der aus dem Minderwertigkeitskonflikt und irgendwie und dem Hass, ja, dieser Tatkraft. Also jetzt alle lieben Nazis, ja, irgendwie könnt ihr mal irgendwie zu eurer AfD-Veranstaltung gehen und dann vorschlagen, ja, wir möchten hier irgendwie dieses Solarprojekt, irgendwie 50 Einwohner, ein Solarauto, irgendwie, wird nichts, ja. Weil das bindet nicht. Also diese ganze AfD und der bindet praktisch diesen Tatendrang, aber nur über die Minderwertigkeitskomplexe. Kann ich das hier mal so ein bisschen heller machen? Ja, anscheinend nicht. Also Minderwertigkeitskomplexe, die dann halt zu Hass und Angst, ja. Denn dieser Tatendrang, ja, der bindet. Also der bindet halt so eine den Führer und den halt Hitler oder Komplex, ja. Während jetzt die Idee irgendwie selber Probleme lösen, irgendwie dieser Tatendrang, ja, der funktioniert mit Faschismus nicht, ja. Und jetzt wirklich die Plakate der AfD, irgendwie, keiner mag eigentlich die Polizei oder sowas. Und trotzdem irgendwie, also dass die AfD so mit Plakaten, ja, wir stärken die Polizei und zu Hause irgendwie, ich meine,
besseres Kriterium für eine Affinität zu Heil Hitler oder sowas gibt es ja nun wirklich nicht. Ja? Aber es braucht halt wirklich erst irgendwie Weltkrieg irgendwie und all, damit man nachdenkt, wie es dazu kommen konnte, dass die Unzufriedenheit dann zu der einzigen tatkräftigen Partei irgendwie geführt hat. Ja? Weil halt die ganze... Okay. Das ist so die Einleitung. Ja? Und ich nehme jetzt Beispiel Coronavirus. Ich habe echt keine Luft mehr oder sowas. Ich habe ja schon vor einem Monat irgendwie meine Kampagne irgendwie und wollte irgendwie, keiner hat mir irgendwie geholfen. Ja, ich würde gerne alle deutschen Abonnenten von meinem YouTube irgendwie alle blockieren oder sowas. Ja? Ihr habt alle die 10 Euro gehabt und keiner hat irgendwie mir geholfen. Ja? Ärgert mich natürlich jetzt oder sowas. Ja, jetzt ist irgendwie, es gibt eine Nachricht nur noch Corona. Hätte man vor ein, zwei Monaten schon die Lösung finden können. Also was ich meinte irgendwie, ja, wir hätten jeden Monat, hätten wir 10% der arbeitenden Bevölkerung, hätten wir immunisieren können, ja. Also von 20 bis 40, ich habe es jetzt nicht nach, also unter 40 ist die Wahrscheinlichkeit zu sterben irgendwie bei 0,5 oder irgendein Prozent, ja. Und mit meiner Konzept oder so, das könnte man die sogar noch um Faktor 1000 runtersenken, also 0,00004%, ich glaube ein 0 zu viel. Aber selbst das, ja, nur das irgendwie aus dem 18. Jahrhundert, ja, als sie halt noch keine Impfstoffe hatten, da wussten sie sich eben dann auch zu helfen. Und wenn man das irgendwie heute anwenden könnte, von 20 bis 40, braucht man gar nicht ins Krankenhaus. Sie könnten häusliche Quarantäne, sie könnten irgendwie wir haben 1 Million Flüchtlinge aufgenommen. Da waren Kapazitäten mit Zelten, Dings. Also es wäre kein Problem, jetzt pro Monat 5-10% der arbeitenden Gesellschaft irgendwie zu immunisieren. Dann hätten wir heute 30% in jedem Krankenhaus, jedem Altersheim, jedem Rathaus, jedem Logistik irgendwie, wären jetzt immun. Ja? Und der Punkt, worauf ich jetzt heute hinaus will, ja, das erzähle halt ich oder so. Und ich meine, ich habe dann irgendwie sehr, irgendwie der Trosko oder irgendwie so ein Virologe oder sowas, habe ich halt eine Twitter-Nachricht geschickt, ja, von wegen hier, spende mir mal 10 Euro oder sowas, ja. Was halt so katastrophal an dieser Gesellschaft ist, es existiert praktisch kein Weg von unten nach oben. Ja? Also ich wollte das irgendwie, pionierland.de habe ich schon, weiß ich nicht, 2003 oder irgendwann registriert, ja. Hatte dann so eine Portal und ich glaube, es gibt bis heute sowas nicht, ja. Also so ein Expertensystem, ja, wo halt nicht so Forum und jeder labert irgendwie und jeder weiß es besser, sondern wenn man halt eine Idee, einen Vorschlag hat, dann schickt man die halt eine Stufe höher, ja, und der irgendwie beurteilt das dann und wenn er sagt, ey, gute Idee, ja, dann schickt das wieder eine Stufe höher, ja, und wenn er das nicht macht, dann kann der da drunter praktisch sagen, der taugt nichts. Und deswegen kann er praktisch eine Beschwerde machen, die dann zur zweiten Stufe, als eins drüber. Der überprüft dann, ob praktisch der irgendwie, der oben drüber, ob der wirklich qualifiziert gewesen ist. Ja? Und wenn er qualifiziert war, dann wird halt die Beschwerde zurückgemacht und ich werde meinetwegen eins abgestuft. Aber wenn er praktisch sagt, das hättest du eigentlich weiterreichen müssen, ja, dann wird der praktisch eine Stufe runter und ich komme eine Stufe hoch. Könnte man so ein richtig schönes... Es geht immer um Selbstorganisation, Systeme, die sich von alleine irgendwie, ja, und existiert nicht. Also für mich ist das so irgendwie fassungslos, ja, wieso gibt es irgendwie nicht so irgend so ein System, wo man Ideen irgendwie nicht gleich an den obersten Virologen, sondern mal eine Stufe, 10 Stufen tiefer und dann arbeitet sich das so hoch, ja. Ich glaube, bei Stack Overflow könnte es sein, irgendwie, dass im Hintergrund, dass die irgendwie, weil die funktionieren schon, da kriegt man immer Antworten, dass die praktisch irgendwie durch künstliche Intelligenz oder sowas feststellen, irgendwie welche, wer ist irgendwie in Expertenstufe höher oder niedriger. Oder ich glaube, bei Wer ist was war ich mal registriert, da habe ich dann per E-Mail ab und zu wirklich gezielte irgendwie Probleme bekommen, die für mich zugeschnitten waren, ja. Aber wirklich sowas Öffentliches, ja, dass man halt sagt, von ich bin hier und da ist jemand, der ist schon ein bisschen intelligenter als ich, ja. Aber irgendwie oben drüber gibt es dann noch jemand, der noch intelligent ist. Und ihr seht schon, ne? Das passt nicht. Das passt nicht zu diesen Kirchenglocken da oben. Und das passt nicht zu diesen Politikern, die irgendwie einfach nur so, oh, ich bin der Beste, irgendwie lasst mich führen. Ja, und dieser Virologe irgendwie, gleich Zeitungsartikel, ja, irgendwie, ja, der hat die meiste Macht oder sowas, ja. Ich habe es auch bei Kickstarter irgendwie, ich gebe da immer den Leuten irgendwie Ratschläge oder so, nie. Ja, denen geht es nie darum, also generell, es geht den Menschen nie darum, die Welt
dass sie die Welt besser machen. Ja? Es geht ihnen nur darum, dass sie die Welt besser machen. Ja? Das heißt, irgendwie, wenn sie jetzt einen Ratschlag von jemand anders nehmen, dann wären es ja nicht mehr sie, dann wären es ja irgendwie der andere, dem sie oder so. Und ihr seht schon, ja, diese Struktur von wegen, ich gebe jetzt meine Idee hier mit dem Immunisieren irgendwie eine Stufe höher, irgendwie, dann müsste der ja das durchreichen von unten nach oben und dann wäre er ja nicht derjenige. Ja? Und diese gesamte Gesellschaft ist praktisch darauf fundamental aufgebaut. Es fing mit der Religion an, ja, da kommt schon wieder so ein Kirchenglock da oben, ja, und dann halt die Politiker, also die Demokratie, ja, überbewertet oder so, die halt, wo es nur noch darum geht, irgendwelche Lügen zu erzählen, um dann die Macht zu haben, ja, und dann irgendwie, wir wählen Leute, die die Macht haben und die tun es dann für uns, ja, anstatt dass wir selber irgendwie dazu beitragen, ja, das für mich ist das wirklich so, ich fasse es nicht, ja, wie kann es das nicht geben, ja. Und ich meine, ich bin jetzt schon im Internet unterwegs oder sowas irgendwie. Mir ist doch kein irgendwie Portal, irgendwas, YouTube, Facebook irgendwie, wo diese Struktur da wäre, ja. Obwohl sie so einfach zu implementieren wäre, ja. Und deswegen war jetzt hier die internationale Kickstarter, ich habe jetzt hier mehrere wirkliche Problemlösungen, einfach ein Portal, wo die dann sind und dann kann man dann halt irgendwie die, nach Experten irgendwie kann man sich halt qualifizieren und dann kann man auswählen, welche von denen ist die beste und man kann dran arbeiten, irgendwie so eine Struktur, ja. Das praktisch von der Tatendrang von unten nach oben, ja. Und dazu gehört halt so eine Selbstlosigkeit, ja, dass man sagt von dem, der hat eine gute Idee, irgendwie ist besser als meine oder sowas, also gebe ich lieber mal die Idee weiter, ja. Und ich habe es jetzt schon ein paar Mal im Kopf gehabt, irgendwie, ihr werdet irgendwie immer Nein sagen, gibt's schon oder sowas. Und man muss ja irgendwie, aber es ist wirklich irgendwie, auch jetzt die Wissenschaftler, ja, man macht eine wissenschaftliche Veröffentlichung und ja, die wird dann eingereicht, die wird dann von anderen Professoren irgendwie begutachtet, ja, als ich studiert habe, habe ich das einmal gemacht. Habe ich schon als Student irgendwie eine Veröffentlichung, ganz stolz über neuronale Netze, ja, kam dann irgendwie zurück, ist gar nicht irgendwie in die Begutachtung zu gegangen, weil der ist immer, meinte schon, taugt nichts. Aber wenn es dann akzeptiert ist, dann ist man gleich wieder auf derselben Stufe wie alle anderen Wissenschaftler, ja. Dass irgendein Wissenschaftler irgendwie niedriger ist als die anderen, ja. Es gibt zwar Kapazitäten oder sowas, aber im Prinzip sind sie alle auf derselben Stufe, ja. Und wie gesagt, das, was ich eben am Anfang meinte, hier mit der AfD irgendwie und dem Tatendrang, ja, dass die halt irgendwie das Bedürfnis nach Tatendrang, ja, die nutzen das, ja, aber sie nutzen natürlich nur eben den Tatendrang heraus aus der Minderwertigkeitskomplexen, Angst, Hass, ja, weil die halt nicht zur Eigenständigkeit führt, ja, sondern irgendwie, ah, ich brauche jemand, der irgendwie, und dann ist eben dieses Führer und Folge irgendwie im Prinzip vorgegeben und damit ist die AfD halt irgendwie zack. Ja, es hat es ja schon zweimal gegeben. Ich würde wirklich anerkennen, ja, dass in der AfD so die Moderaten wirklich irgendwie das Gefühl haben, ah, wir müssen mal was ändern, ja, und wollen halt das machen und sehen halt, dass sie das in der jetzigen Gesellschaft irgendwie nicht können, ja. Und das ist ja bezeichnend, schon zweimal der Lucke und dann die wie hieß die nochmal, die halt wirklich irgendwie versucht haben, das dann noch zu bremsen und dann irgendwie rausgeschmissen worden sind, ja. Also, dass die sich radikalisiert und dass halt jetzt irgendwann der Höcke irgendwie die nächste Stufe der Radikalisierung wird, ja. Das ist vorgezeichnet, weil halt wirklich eben der Tatendrang halt wirklich im Faschismus nur destruktiv irgendwie, ja, Verwendung finden kann. Das ist das Prinzip vom Faschismus, ja. Und dass man dagegen jetzt wirklich irgendwie mal klar, irgendwie mal Petitionen, da gibt es mal im Bundestag bei 100.000 Stimmen irgendwie keine Petition. Und dann werden die Oberen, die Führer, die hören sich das dann an. Es brauchen aber auch wieder 100.000, die alle Ja sagen müssen. Also es geht nicht, ich mache eine Stimme, nee, danach muss ich erst noch 100.000 andere davon überzeugen. Ja, also ich muss selber sofort wieder ein Führer sein. Und so ein System ist für mich einfach wirklich, ich muss jetzt Schluss machen, also es ist fassungslos, ja. Das ist so irgendwie, dass weil jetzt hier irgendwie diese Idee, jetzt hier mit meinem, ich mache absichtlich nicht den wissenschaftlichen Hintergrund von meiner Idee mit dem, wie man halt sich immunisieren kann, also dieser Faktor 1 zu 1000, weil da wäre praktisch irgendwie gleich am Anfang irgendwie von dieser
wissenschaftlichen Hintergrund wäre irgendwie eine der größten Lügen der Medizin. Ja? Und größte Lüge der Medizin ist schon wieder Verschwörungstheorie, da wird schon wieder keiner irgendwie ernst nehmen. Ja? Deswegen, was ich da sage, irgendwie bezieht sich, ja, habe ich später erst rausgefunden, hat es im Jahr 18. Jahrhundert schon gegeben. Ja? Und deswegen, das funktioniert. Ja? Und jetzt wirklich, ich reise halt hier durch die Gegend in ein paar Wochen, darf ich das nicht mehr, ja, muss ich zu Hause sitzen oder so. Und ich wird wirklich, ich hatte vor 3 Tagen, habe so ein bisschen Hau und Husten, ja, aber Fieberthermometer irgendwie sagt irgendwie nichts Fieber und deswegen werde ich das nicht prüfen lassen können, ja, keinen Test machen dürfen, ja. Wenn ich jetzt wüsste, irgendwie, es gibt einen, ich würde mich da hingehen und infizieren, ja, weil das... Die Nachbarin irgendwie, die geht auf die 80 zu, die hatte gerade eine Grippe irgendwie hinter sich, die war wirklich am Telefon sauplatt. Ja. Wenn die zu dem Zeitpunkt auch noch den Corona kriegt, ja, dann ist die tot. Ja. Ja, und deswegen, es würde für die Gesellschaft irgendwie viel mehr bringen, ja, wenn man sich gezielt infiziert, ja, wenn man halt irgendwie gesund ist, wenn man Vitamin C, wenn die Folsäure, wenn die ganzen Vitamine irgendwie, wenn man ordentlich irgendwie, da gibt es so viel, was man irgendwie noch zusätzlich an Wissenschaft irgendwie machen kann, ja, dass das Risiko dann wirklich so gering ist, ja, dass die wenigen, die dann doch sterben, ja, obwohl man halt 30%, das wären dann 30 Millionen irgendwie, die wir infiziert hätten, ja, da wären dann vielleicht irgendein paar doch dabei, ja. Aber die könnten dann halt irgendwie rumfahren und Essen verteilen, ja, und dann dadurch würden andere praktisch eben nicht irgendwie sterben, ja, sodass in der Summe es wirklich irgendwie ist. Oder jetzt hier, ich könnte morgens Rathaus anrufen und sagen, ey, ihr macht mal einen Fahrdienst, ja. Ihr habt Einwohnermeldeamt, alle Personen über 65 irgendwie werden angerufen, werden gefragt von wegen, was esst ihr, was möchtet ihr haben, wir machen einen Lieferservice. Ja? Kann man noch einen Rabatt machen mit dem Aldi, kann man jetzt die ganze Logistik irgendwie... Null. Wenn ich da morgen anrufe in einem Rathaus, ja, danke schön irgendwie und tschüss. Ja? Weil sie sind ja die Politiker, sie sind ja die Sachen wissen und alles machen können. Ja? Und da so eine Struktur, ja, so ein System, wo man praktisch irgendwie Ideen nicht gleich an die oberste Stufe, weil er hat keiner Zeit, die alle zu lesen, ja, sondern wirklich eben so einfach nur eine Stufe höher, ja, und dann wieder eine Stufe, wie ich es am Anfang erzählt habe, ja, lässt sich heute mit der Informationstechnologie super machen, ja. Letztes 50er, 60er Jahre vielleicht noch nicht, da war das vielleicht noch okay, aber das halt wirklich... Und es ist wirklich, es muss wieder ein Weltkrieg her. Es muss alles in Schutt und Asche her, ja, damit man halt wirklich sich mal Gedanken macht, was jetzt schief läuft. Ja. Weil zurzeit macht sich keiner Gedanken irgendwie, weil die an der Macht sind, ne, wollen ja gar nicht irgendwie. Ja, und noch irgendwie zum Abschluss oder sowas, weil zu dem Corona irgendwie, ich nehme es irgendwie dann also wirklich jetzt mit den... Also, wenn 70% aller Menschen infiziert werden, irgendwie, was irgendwie so irgendwie schon passieren kann, und die Sterblichkeit irgendwie der über 65-Jährigen liegt im Mittel irgendwie bei 15%, das heißt 10% aller Senioren werden sterben. Krass, ne? Aber umgekehrt irgendwie ist eigentlich ganz gut, weil die Jungwähler sind so 50% irgendwie Grüne, während die Alten irgendwie, die sterben dann aus. Ja, also das wird signifikantes Wahlverhalten ändern. Ja, muss man, das sage ich jetzt irgendwie zum Abschluss, so, weil man kann irgendwie das Böse irgendwie nicht bekämpfen, weil dann würde man selber zum Bösen werden. Man muss wirklich irgendwie warten, bis die Bösen alle ausgestorben sind, ja. Und halt eine Alternative irgendwie vorleben. Und das sind jetzt wieder diese ganzen Videos, wie ich es am Anfang schon gemeint habe. Wir können es parallel machen, ja. Die Fridays for Future irgendwie kann halt wirklich eine tatkräftige, lebensfrohe Gesellschaft vorleben, und dann müssen wir einfach warten irgendwie, bis die Alten irgendwie, die Bösen irgendwie und die ewigen Alt-Nazis, bis die alle irgendwie ausgestorben sind, ja, und deswegen tut mir leid irgendwie, also ich hab's euch ja gesagt oder sowas, ja, aber ich hab meinen Onkel irgendwie angerufen und hab mit seinem Sohn irgendwie telefoniert, irgendwie war mir ganz lieb, weil der Onkel ist gerade 90 geworden irgendwie und hat mehrere Vorerkrankungen, also wenn der, dann ist der tot, ja, würde mir leid tun oder so. Und meine Mutter geht ja auch irgendwie auf die 90 zu, und die wohnt irgendwie an der Nordsee in so einem Bauernhof ganz weit weg, also habe ich da angerufen und gesagt, ey, wenn ihr da hochfahrt irgendwie, ja, zu ihr, dann seid ihr weg vom Fenster, und dann würde ich mich vielleicht sogar infizieren, und dann kann ich hoch und kann euch mit Essen bedienen. Kam gar nicht bis zum Ende zu, weil irgendwie mittendrin sagt dann der Sohn, also wird mir jetzt irgendwie zu dumm, ich leg jetzt auf, klick. Ja, wirklich, also das,
die müssen halt aussterben. Ja? Und wirklich des guten Gewissens möchte ich das so sagen, weil man sagen von wegen, okay, wir können sie nicht bekämpfen oder so, wir müssen irgendwie eine Parallele machen. Also zeigen, wie es besser geht. Ja? Und deswegen diese Kampagne jetzt, das wäre halt wirklich irgendwie so ein System. Also ich weiß, habe es auf Pionierland gemacht, hat keiner mitgemacht. Dann habe ich es mal irgendwie umgezogen, bin ich zu wikimedici.com, die war mir dann so teuer. Irgendwie jetzt ist er auf einer anderen Domäne, ja, wo man halt wirklich irgendwie so ein System hat, wo man irgendwie sich erstmal anmelden kann. Da hatte ich so einen Beitrag, um sich zu qualifizieren. Ja, das war irgendwie, hatte ich gemacht, so von wegen, warum Astrologie funktionieren kann. Tatsächlich, ja, also mir ist mal aufgefallen, irgendwie Astrologie, da könnte was dran sein, ja, als Physiker, ja. War halt und das irgendwie so als Bewerbe und danach ist dann halt so ein System, wo man dann praktisch irgendwie so eine Idee macht und dann können andere irgendwie was dazu beitragen, ja, und kein Problem, ja, und deswegen das, wie gesagt, irgendwie ist es fassungslos, ja, dass das in dieser Gesellschaft nicht existiert, weil halt es geht immer nur von oben nach unten. Und das hat eben mit diesem Haben. Die Menschen wollen immer nur haben, haben, haben wollen. Ja? Aber wenn sie halt von unten jemand nach weiter oben, dann würden sie ja was, das wär was Selbstloses. Ja? Und das existiert nicht. Ja? Die ganze Gesellschaft ist dieses nur ich haben will und deswegen muss es irgendwelche Leute geben, die dir das dann geben oder denen du es wegnimmst. Ja? Und das ist halt diese Struktur von oben irgendwie nach unten. Ja? Und wenn man das mal so verstanden hat, das ist wirklich aus allen Nähten. Und deswegen waren die Kirchenglocken, die da oben, ja. Ach, wie schön am Sonntag läuten die Kirchenglocken. Nix da. Die Kirche steht auch ganz da oben, ja. Um halt wirklich so zu verdeutlichen, dass halt wir irgendwie immer nur unter irgendjemand stehen. Und uns dann irgendwie einzig irgendwie selber irgendwie Macht über andere ausüben können, indem wir halt uns praktisch unter jemand anderem unterordnen und dann dieser Kette von oben nach unten. Ja, das ist schlimm, ganz schlimm. Ich kann es jetzt irgendwie, weil ich möchte jetzt auch nicht tausend Beispiele irgendwie, ihr werdet wirklich, ihr seid eh alle zu doof oder sowas. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Dass das so offensichtlich eklatant hier in dieser Gesellschaft was kaputt ist, ja, und dass man so einfach irgendwie ändern könnte, ja, aber dass es halt nicht gewollt ist, weil sie wollen halt, ne, haben, sie wollen zu Hause konsumieren und wollen das bekommen, was sie ist, und dann wählen sie irgendjemand, dem geben sie die Macht, der ihnen versprochen hat irgendwie, und wenn der es nicht, dann wählen sie jemand anders, bis sie am Ende irgendwie aus Frust dann irgendwie so einen neuen Adolf Hitler wählen, ja, ganz schlimm. Okay, tschüss.